Servus und willkommen zu einer neuen Folge Jagged Alliance 2. In der letzten Folge haben wir den zweiten Sektor von Palim eingenommen, sind leider noch nicht über 20% Loyalität gekommen. Ich habe keine Ahnung, wie wir das bewerkstelligen sollen. Eventuell, falls wir hier mal eine Patrouille außenrum angreifen und gewinnen sollten, könnte es sein, dass wir da ja ein paar Prozentpunkte auf die Loyalität bekommen. Oder falls halt einer der beiden Sektoren eingenommen wird und wir ihn wieder zurückerobern. Ich bin mir da absolut nicht sicher. Deswegen bleibt uns eigentlich im Moment nicht viel übrig. Wir haben jetzt letztes Mal hier das Geld geklaut, er hat uns vollgemeckert, scheint aber nicht böse auf uns zu sein. Ich bin da echt ein bisschen überfragt, also ich habe keine Ahnung. Wir könnten jetzt im Prinzip auch noch kurz warten. Einfach mal die Zeit ablaufen lassen. Sinans Tarnung hat sich abgenutzt, alles klar. Und wir könnten natürlich auch mal kurz im Museum vorbeischauen. Das wollten wir ja schon in der letzten Folge machen. Sie können auf. Allerdings war das mitten in der Nacht und wir sind eingebrochen und der Museumswärter, der war da nicht so happy drüber. Aber wir wollten hier uns sowieso mal die ganzen Läden anschauen, deswegen laufen wir hier mal so ein bisschen rum. Howards, servus. Hallo, dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Willkommen in Howards Apotheke. Ich will ganz offen reden. Ich bin nicht wie das reiche Volk von Balime. Ja, ich mache täglich mit ihnen Geschäfte, aber ich teile nicht ihre politischen Ansichten. Ich war schon hier, bevor Daedrana die Herrin wurde. Ich habe nur versucht, den Laden über Wasser zu halten. Wenn jetzt die Wahrheit herauskommt, bin ich froh, dass du hier bist. Vielleicht bekommt dann jeder, was er verdient. Okay, da gab es gerade irgendwelche Probleme mit dem Text. Das ist euch sicher auch aufgefallen. Bei deinem Beruf möchte ich wetten, dass du eine ganze Menge medizinischer Artikel verbrauchst. Ja, mal gucken, was er verkauft. In Ordnung. Sieh dich um und lass mich wissen, wenn dir was gefällt. Gut, ich glaube, das ganze Zeug hier brauchen wir erstmal nicht. Flasche mit Alkohol verkauft er auch sehr gut. Ja, Kaugummi brauchen wir auch nicht. Dann würde ich sagen, schauen wir mal noch ein bisschen rum. Naja, vielleicht das nächste Mal. Gut, also eine Apotheke haben wir hier. Was haben wir hier noch? Tools mit Z. Da gibt es sicher auch ganz nette Sachen. Gehen wir mal rein. So, der Sam ist hier der Filialleiter, wie es ausschaut. Servus, Sam. Hallo, wie geht's? Ich bin Sam. Seh dich ruhig ein bisschen um. Ja, davor können wir doch noch ein klein bisschen Smalltalk halten, hm? Eisenwaren, Werkzeuge. Lässt das Herz eines Mannes höher schlagen, nicht? Ja, doch schon. Du wirst hier nicht mehr viele Leute finden. Alle sind sie abgehauen, als sie hörten, dass ihr im Anmarsch seid. Die Stadt stand ziemlich geschlossen hinter der Herrin. Die meisten waren mit ihr persönlich befreundet. Nur wir Ladenbesitzer sind übrig. Wir mussten schließlich unsere Ware im Auge behalten. Irgendwie hoffen wir, dass, egal wie, die Dinge wieder in Ordnung kommen und sich alles wieder normalisiert. Ja, dafür werden wir auf jeden Fall sorgen. Eisenwaren, Werkzeuge. Okay, der erzählt uns auch nicht mehr viel. Sieh dir alles an. Oh, das schaut doch schon mal sehr geil aus. Ich weiß nicht, wie viele Leuchtstäbe wir hier platzieren können in dem Slot. Aber merken wir uns mal vor, dass es hier Leuchtstäbe gibt. Das ist sehr, sehr geil. Einmachgläser, Batterien. Oh, da kommt uns doch gleich mal das Fumble Pack in den Sinn, was wir im letzten Sektor aufgehoben haben. Und ich habe tatsächlich vergessen zu schauen, wie was wir da genau für brauchen. Eine Röntgenröhre brauchen wir dafür auf jeden Fall noch. Da kann ich mich dran erinnern. Aber die Batterien brauchen wir, um das Teil zu betreiben. Na gut. Deswegen gucken wir mal. Wer hat dieses ganze Zeug? Ja, Spider hat es. Und Spider könnte das Tarnset eigentlich mal hier an Raven weitergeben. Kein Platz. Okay, dann an Sinan. Aber dafür muss sie erstmal hier vor zu Sinan kommen. Weil... Oh, Sinan hat auch keinen Platz. Ja, dann trinken wir ein bisschen Wasser, dann ist das erstmal weg. So, einmal Tarnset. Und dann kaufen wir hier mal die Batterien von ihm ab. Sieh dir alles. Ich weiß nicht, ob wir für 6 Platz haben. Nehmen wir mal 4. Einmal 20 Euro. Gut. Ja, das reicht, glaube ich, erstmal. Dann fehlt uns tatsächlich nur noch eine Röntgenröhre. Lass mich einen genaueren Blick darauf werfen. Das ist manchmal schwer zu sagen, weißt du? Dafür soll ich in... Gut, ich wollte es ihm eigentlich auch gar nicht dafür verkaufen. Soll ich Interesse... Wenn man da mit dem Linksklick drauf geht, bietet er ihm das zum Kauf an. Wenn du was brauchst...
Gut, das brauchen wir alles erstmal nicht. Das heißt, uns fehlt nur noch die Röntgenröhre. Dann kann Spider mal wieder hier so ein bisschen rumstehen und Sinan guckt sich noch ein bisschen um. Weil noch ein paar Shops haben wir hier, ja. Und zwei Villen, glaube ich, noch, genau. Aber hier vorne sind nochmal zwei Shops, deswegen laufen wir mal ganz fix hier vor. So. Wer ist das? Das ist gar nicht mal so ein Laden, das ist eben so ein Schmuckladen, aber hat ja jetzt nicht unbedingt was mit Krieg zu tun, deswegen... Okay, was haben wir hier? Franz. Franz Hinkel, mein Name. Das hier ist die feinste Adresse für Elektronikartikel in Arulco. Außerdem biete ich noch weitere Artikel an. Okay. Gibt's irgendwas, was Sie kaufen möchten? Nee, aber du könntest uns noch ein bisschen was erzählen. Faszinierend, was die heutzutage in Sachen Funk alles machen können. Kommen Sie nur zu mir, wenn Sie mich... Gut, der labert nicht so viel. Ist so ein Nerd, der mag das Labern nicht. Es ist alles da. Sagen Sie mir, was Sie interessiert. Lameboy-Display. Genau sowas brauchen wir, glaube ich, noch. Lameboy-Display, Fumble-Pack, Kupferdraht, Röntgenröhre und Batterien. Genau so war das. Dann nehmen wir das auf jeden Fall mit. Aber wir haben keinen Platz. Oh, wie machen wir das? Ist gut. Geben Sie mir gerade eine Minute. Ach, der wird das sogar kaufen, okay. Was haben wir hier für Nachtsichtgeräte? Okay, das sind beides die gleichen. Und wir haben hier Keramikplatten. Saugeil. Aber das werden wir dann mit irgendjemand anderem kaufen. Muss ich mal kurz überlegen. Das Tagsichtgerät können wir verkaufen. So, einmal Lameboy-Display, sehr schön. Und was haben wir hier? Eine Videokamera. Die können wir auch später gebrauchen, aber da spoilere ich jetzt noch nichts. Damit können wir uns nämlich... Ja, ich spoilere das jetzt erstmal gar nicht. Ansonsten haben wir hier nichts mehr. Sehr gut, dann nehmen wir das auch noch mit. Behalten Sie mich. Dann gucken wir mal, wem wir das geben können. Sinan... Da haben wir ihn. So... Spider nicht, Static Raven Scope vielleicht. Ja, tatsächlich, 19% hat das uns gebracht. Sehr schön. Jetzt nochmal ganz kurz. Lameboy Display. Kann eventuell Static reparieren, das wäre natürlich prima. Aber tragen darf das erstmal hier, unsere liebe Spider. Dann würde ich auch sagen, dass wir hier einfach mal kurz ausharren, dass Static mal so ein bisschen was reparieren kann. Weil... Ja, wir müssen irgendwie über die 20% kommen. Und das können wir nur schaffen, wenn die Stadt angegriffen wird und wir sie quasi verteidigen. Das wäre jetzt nett, wenn die hier reinlaufen. Static hat die Waffen und Rüstungen aller Teammitglieder repariert. Okay. Static hat die aktivierten Gegenstände aller Teammitglieder repariert. Okay, was sind denn aktivierte Gegenstände? Das Ding sollst du reparieren. Soldaten seien hier. Dann sollte vielleicht Dimitri da weg, genau. Ja, nur zwei verloren, das ist vollkommen im Rahmen. Und dann kann eigentlich er auch wieder zurücklaufen. Jetzt hier. Gar nichts tun, warten. Habe nichts zu tun. Static reparierte Fumble Pack, okay. Dann sollte er aber auch noch reparieren. Aber ich glaube, das macht er auch. Das Lameboy Display, ja, da haben wir es gesehen. Er ist gerade am Reparieren. Das läuft echt gut. Vielleicht sollten wir mal so eine... Vielleicht sollten wir mal so eine Patrouille angreifen. So, Trupp 1 und einmal die Waffe in die Hand genommen. Und jetzt sollten wir vor allem mal wieder nachladen. Raven Scope, genau. Einmal hier nachladen. Und ansonsten, wie gesagt, also wir sollten mal echt schauen, ob wir hier irgendwie außenrum irgendwie eine Patrouille oder so... Ja, einer Patrouille in die Arme laufen können. Reisen oder so. War schon.
dass wir hier quasi außenrum vielleicht irgendwie ein paar Prozente Loyalität bekommen. Muss mich hinhauen, man. Ja, ja, halt's Maul. Verzeichne Feindkontakt. Uiu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 i. Wollen wir hier mal rein? Ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach. Das ist jetzt zwar natürlich richtig, richtig riskant, aber im Prinzip könnten wir uns dadurch tatsächlich ein paar Punkte Dings besorgen. Loyalität. Ich würde sagen, dann ja, darf Raven auch mit. Zu dritt sollten wir das eigentlich schaffen. Wir müssen jetzt halt echt mal hoffen. Wir könnten jetzt natürlich alle hier positionieren und dann hoffen, dass wir irgendwie treffen. Wenn wir jetzt einen Warnschuss abgeben, weil 23 Gegner ist schon... Zeit, den Müll raus. Okay, der hat uns gesehen. Das wäre natürlich schön, wenn er ein bisschen näher herlaufen würde. Weil irgendwie müssen wir die Loyalität in Balim erhöhen, ansonsten können wir da keine Milizen ausbilden. Ich meine, das ist zwar verständlich, dass sie, ja, nicht mit uns gegen Dead Runner kämpfen wollen, wenn die alle mit dir befreundet sind, aber... Ich möchte jetzt trotzdem Milizen ausbilden. Wir hören auch gerade gar nichts. Aber 23 Gegner sind schon eine Hausnummer, auf jeden Fall. Die sehen uns. Also er sieht uns auf jeden Fall. Das ist ein bisschen problematisch gerade. Wir könnten natürlich hier eine Leuchtstoffröhre oder so hinschmeißen. Dann wäre hier beleuchtet und ja, wir hätten dadurch einen guten Vorteil, aber die Steine hier sind auch so ein bisschen kontraproduktiv. Gut, dann darf Static mal so ein paar Schritte hier hin. Und Sinan darf mal hier so hin. Und Scope darf mal hier so hin. Und Raven darf mal hier so hin. Mal gucken, ob wir damit irgendwie... Was gehört. Südwesten, okay, da bewegt sich jemand. Ne, wir müssen echt gucken, ob wir damit Sinan eventuell so eine Leuchtstoffröhre hinschmeißen können. So ein Leuchtstab. Nee, also es scheint keiner in unsere Richtung zu kommen. Das ist ein bisschen komisch. Das ist wirklich ein bisschen komisch. Aber das werden wir schon hinbekommen. Na? Ja. Okay, dann einmal Sinan markieren. Kommen wir dahin. Da würden wir so hinkommen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Okay, da vorne ist einer. Sehr gut. Dann einmal, okay, kommen wir nicht hin. Aber die anderen dürften ja schießen können. Na? Oh, 18, okay. Das ist jetzt nicht die Welt, aber... Das blöde Static ist auch ziemlich im Eimer. Da hat er die ganzen Sachen repariert und... durfte danach nicht schlafen. Aber wenn das so bleibt, dann könnte das gut enden. Schauen wir mal. Na? Also entweder sind die Gegner hier unten irgendwo auf der Karte und das war nur so ein Ausreißer, der quasi von seiner Truppe weggegangen ist, oder die wollen alle irgendwie nicht. Ich habe keine Ahnung. Also Echtzeitmodus wäre schon mal richtig, richtig geil. Und ich denke, ein Quicksave können wir jetzt schon mal riskieren. Mal gucken, ob wir jetzt in den Echtzeitmodus kommen oder vielleicht irgendeiner während der Gegnerrunde doch noch ins Licht läuft. Ich meine, wünschenswert wäre es natürlich. Weil es sind immer noch 22 Gegner im Sektor. Ich habe gerade was gehört. Okay, sehr schön. Und das ist echt eine gute Position, die wir haben. Na, 24 ist sehr schön. 31 ist auch prima. Dann darf Static nochmal schießen. Und zwar einmal hier auf die Brust. Sehr gut. Sind es nur noch 21? Another one bites the dust. Ich
Bin mal gespannt, ob die jetzt wirklich alle hier angelaufen kommen. Das wäre richtig, richtig geil. Weil wir haben hier vier Söldner, die hier quasi alle jeweils eine Unterbrechung bekommen, weil es hier hell ist und bei uns dunkel. Also das wäre schon richtig, richtig geil. Aber ich denke, wir werden gleich mal die Folge beenden, wenn die Runde fertig ist und wir speichern konnten. Weil jetzt haben wir schon wieder über 15 Minuten. Und ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich die Aufnahmesession so weit fortführen soll, dass ich quasi halb schon in Meduna drin bin, weil ich habe gerade richtig Bock zu zocken. Zeit habe ich auch. Fürs Lernen kann ich mich gerade auch nicht motivieren. Aber gut, erstmal zu viel gequatscht. Einmal Aufnahmeende und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!